ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays The Dig. Irgendwie habe ich im Kopf noch so drinne zu sagen bei Kitty Plays Lands of Lore. Das spiele ich ja schon lange nicht mehr, aber irgendwie ist dieser Satz, hat sich über die vielen Lands of Lore Folgen so eingebrannt, dass ich mich echt konzentrieren muss, The Dig zu sagen. Nun gut, ich habe nachgelesen, was wir machen müssen in der Gruft. Wir fahren mal mit der, das heißt nicht nur nachgelesen, denn da stand, dass das genau das ist, was ich machen wollte. Und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Dann habe ich mir nochmal ein kurzes Videochen angeguckt und habe irgendwie gemerkt, der hat irgendwie einfach nur woanders hingeklickt auf dem Felsblock. Ja, zum Rekapitulieren, wir hatten hier auf einer anderen Insel in einem Planetarium mit zwei, ich muss mich mal besser hinsetzen hier, mit zwei Zeptern, nämlich hier dem goldenen und dem silbernen, haben wir die beiden Monde bewegt, sodass hier die Monde überlappend zu sehen waren. Also diese Mondbewegung in dem Planetarium hat die echten Monde scheinbar bewegt. Dann haben wir in der Gruft eine Platte gedrückt, wodurch ein Oberlicht aufging. Die haben wir dann irgendwie mit einem Stab verkeilt, was von dem Bild her total komisch war. Da hätten sie doch eher einen Stein oder so nehmen sollen. Oder irgendwas anderes, was eindeutig als Gewicht ist, als anstatt den Stab, der so halb da drauf liegt. Dann war hier Schutt, den haben wir freigeräumt. Da ist die Linse erschienen, da leuchtet da das Licht rein. Dann ist dieser Podest hochgefahren, auf dem eine Statue war. Und tatsächlich hat er jetzt einfach hier auf diese Ecke geklickt. Also gar nicht so auf den... Das ist das... Ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. Und der hat irgendwie auf diesen... Dieses Relikt muss ziemlich wichtig gewesen sein. Der hat irgendwo auf den Podest geklickt, wo kein Hotspot war. Und das Ergebnis ist, dass unser Freund da einfach raufgeklettert ist. Und das macht jetzt gerade keinen Sinn, denn das tut er nicht. Jetzt wird er gleich wieder sich da hinstellen und reden. Ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. Dieses Relikt muss ziemlich wichtig gewesen sein. Interessanterweise, diese Reaktion hat er gar nicht bekommen. Das heißt, irgendwie... Ich komme mir gerade ein wenig verarscht vor, ganz ehrlich. Das ist so, das ist dann so typisch in so Adventures. So. Du siehst die Lösung, ganz schön du siehst viel ein Video für eine von der Lösung. Dieses Relikt muss ziemlich wichtig gewesen sein. Das funktioniert trotzdem nicht. Hier ist er auf das Podest draufgeklettert, an dieser Stelle. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf das Podest vielleicht ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer genauer absuche, kann es sein, dieses dass dieses Relikt muss ziemlich wichtig Englischen gewesen heißt sein. Dieses Podest nicht Podest, sondern Crypt, also Krypta, was auch schon mal sehr komisch ist. Okay, ich will jetzt nochmal eben nachgucken und versuchen genau den richtigen Hotspot rauszukriegen. Das heißt, ich speichere und werde es so lange versuchen rauszufinden, bis ich es geschafft habe, und dann sehen wir uns direkt wieder. Okay, diesmal habe ich tatsächlich nicht nur den Abschnitt gelesen. Der Stein ist so etwas wie ein Schalter. Okay, und da bin ich wieder. Also, tatsächlich habe ich es die ganze Zeit richtig gemacht. Es fehlt nur noch was im Vorabteil. Boston Low, irgendwie habe ich es mit dem Namen gerade. Boston Low sieht momentan keinen Grund, sich auf das Podest zu stellen, weil wir noch etwas Bestimmtes nicht rausgefunden haben. Und zwar habe ich jetzt eben in der Lösung mal zurückgelesen quasi. Ich habe bin einfach mal rückwärts gescrollt, was da noch vorher passiert ist, und geguckt, was habe ich nicht gemacht. Tatsächlich habe ich es eben falsch gemacht. Ich muss mit der Bahn zurück. Nicht zur Inselbasis. Ich muss zurückfahren zum Nexus. Und zwar, das ist echt peinlich.
haben wir noch nicht genug Grabraub begangen. Und zwar können wir den Stoßzahn mitnehmen. Sehr leicht, aber er fühlt sich stark wie Stahl an. Und das ist das Teil, mit dem wir die Klappe zu der Tür, die wir unter Strom setzen müssen, oder die wir mit Strom versorgen müssen, damit sie aufgeht, öffnen kann. Ach ja. Das sind dann so die Kleinigkeiten. Einen Hotspot übersehen. Sich falsch erinnert. Ich hatte mir gedacht, dass ich da irgendwie was anderes brauche. Hab dann aber im Kopf gehabt, das war wieder in Indiana Jones. Mal sehen, ob wir den Deckel abstemmen können. Meiner Meinung nach hätte die Schaufel auch gehen müssen. Aber das ist eben so typisch Adventures. Es gibt nur eine Lösung. Das ist es. So, dann gucken wir uns das mal an. Ja, ist alles ziemlich verwüstet hier drin. Ein paar Verbindungen sind gebrochen. Es bekommt keine Energie. So, und jetzt stecken wir da mal das Kabel rein. Weil er natürlich super viel Ahnung von dem ganzen Kram hat. Er steckt einfach das Kabel irgendwo dran. Mal sehen, ob wir etwas von dem Loch im Boden weiterleiten können. Wenn ich mir dabei keinen Schlag hole. Genau das ist es. Ich hätte Elektriker werden sollen. Zu werfen. So, natürlich hat das Zeug jetzt hier auch irgendwie genug Strom, dass das hält. Die Kombination hat ja schon gestimmt. Also gehen wir hier durch diese Tür. Sehen, wie kaputt hier alles schon ist. Das ist also nicht nur der Türmechanismus, der so kaputt war. Hoffen wir mal, dass die Bahn kommt. Ja, das ist wieder so ein. Die Bahn von der linken Seite auf. Ich bleibe jetzt nicht hier hängen. Nein, sie fährt schön durch. Das funktioniert einfach alles noch. Und dann wollen wir doch mal mit der Bahn fahren und gucken, wo wir hinkommen. Echt peinlich. Wie immer geht es in den Flipper-Dingern unter dem Meer durch. In einen Berg rein. Diesmal hinter der Bahn und laufen nach hinten ins Bild hinaus. Und das ist genau nämlich die Stelle, die ich noch gesucht habe, sozusagen. Wo ich, wie gesagt, da müssen wir doch auch noch hinkommen. Gehen wir doch auch mal wieder nach hinten aus dem Bild in die Öffnung rein. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wo wir lang müssen. Ich gucke mir jetzt quasi einfach alles an, wo wir lang können. Hier ist wieder so ein seltsames Feld. Das hat eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Okay, das ist komisch. Das ist doch genau dasselbe wie bei der Luftschleuse, ne? Was die Luftschleusentür geöffnet hat. Aber scheinbar können wir damit nicht interagieren. Anderer Hotspot ist. Ja, hier ist auch wieder scheinbar irgendeine Schrift, die wir aber nicht. Nein. Gut, dann ist hier noch eine Höhle. Naja, gut, okay. Eigentlich wollte ich das hier beim ersten Mal lang zeigen. Hier ist eine Grube. Sonst ist hier in dem Bild scheinbar nichts. Ein Bild, das nur dazu dient, dass man in das nächste Bild geht. Also sonst keinen Sinn und Zweck hat. Das ist etwas, das ist in Adventures ziemlich selten. Das hatten die meisten Adventures tatsächlich nicht. Und ich sage das jetzt so, ich leite euch mal weiter, guckt euch mal von Gronkh das Leisure Suit Larry 2 an. Da sagt er genau das und behauptet, die LucasArts Adventures hätten das nicht. Und hier war wieder genau eins, ist in dem Spiel mehrfach, aber eben das ist das, dieses Spiel ist eben sehr filmisch, man geht durch Sets durch, nur um hindurchgegangen zu sein. Ja, also man hat Bilder, die einfach nur den Zweck haben, ein bisschen Szenerie hinzuzufügen,
Ist aber tatsächlich, glaube ich, eins der einzigen Spiele von LucasArts, die das haben. Also da muss ich Gronkh tatsächlich recht geben, es ist eigentlich nicht üblich. Es ist tatsächlich in der Zeit auch nicht üblich, beziehungsweise in der Zeit konnte man es sich eher erlauben. Ich glaube, das Spiel gab es nur auf CD. Es ist halt auch wirklich die Sache, diese Bilder fressen Platz auf den Disketten und da war eben kaum Platz drauf. Und gerade die Grafiken haben halt Platz gefressen. Also hier mal durchgeguckt, hier ist nur eine Öffnung hinten im Bild. Muss mal dazu sagen, ich habe die Zero Adventures früher nicht gemacht und das ist genau das Bild. Das ist so ein herrlich schöner Raum. Mit dem Wasser, was hier fließt, mit dem Grünzeug, das ist tatsächlich auch so ein Raum, so zumindest von der Anmutung her, wie ich ihn gerne in echt mal erleben würde. Das wäre wieder was für so einen Themenpark oder so ein Raum, wo man hingehen kann. Selbst wenn man damit nichts machen kann, hier kann man tatsächlich was machen. Und zwar ist abgesehen davon, dass hier wieder eine Öffnung ist. Und das ist der Punkt, den wir brauchen. Wir müssen hier etwas sehen. Ja, tatsächlich, wir müssen einfach nur was gesehen haben. Und das ist, ja, ich weiß nicht, das ist was in einem Adventure, was ich immer doof finde, dass du was, warum kannst du nicht durch Zufall was rausfinden? Du findest halt, ne, du findest dieses Plateau und entweder erinnerst du dich dran oder du klickst es halt an und er stellt sich halt drauf, weil er neugierig ist und dann geht's weiter. Nein, du musst erst gesehen haben, was da ist. Und zwar ist hinter dieser Klappe sind wieder diese vier Knöpfe. Und ich gehe jetzt einfach mal her und gebe einfach mal die Kombination ein, die wir hier hatten. Das ist also, die beiden Dreiecke sind ja noch da. Blaues Dreieck, grüner Kasten. Aber es ist halt einfach schön. Also das könnte man jetzt halt auch einfach weglassen, ja, dann wenn man das Ganze nachbaut. Ja, wirklich so ein Nachbau davon, das wäre echt was Schönes. Und gerade jetzt hier, Disney, wenn ihr zuhört, bitte, ja, das wäre echt, euch gehört Lucas Games jetzt. So, und hier sehen wir jetzt also die erste Insel, zu der wir gekommen sind. Ein tolles System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Gut, dass das Ganze jetzt eine Karte sein soll, nur dadurch, dass er jetzt das gesehen hat. Ja, wir machen jetzt mal das nächste, gucken uns mal alle vier an. Und tatsächlich müssen wir uns einfach die vierte, die von dem Grab, müssen wir uns angesehen haben. Und damit wir da rein können. Das ist tatsächlich die, der fehlende Punkt, der fehlende Puzzlestein gewesen. Alles nur, weil wir diesen Stoßzahn am Anfang vom Grab nicht mitgenommen haben. Also hier nochmal das komplizierte Grüne. Dann das blaue Würfelchen. Dann das rote Viereck. Hier sieht man, ne, durch den Raum mit dem Riss, der später auch noch eine Rolle spielen wird. Tatsächlich. Nummer 3 ist blau und grün. Blaues Dreieck. Und ich kann hier schon mal, das kann ich schon mal machen, weil das. Und das müsste jetzt die Kombination sein, die wir sehen wollen. Jetzt will ich mal gucken, nicht, dass ich aus Versehen zu weit gehe. Ja, es war sogar richtig. Das grüne Viereck. Stab. Diesen Raum habe ich jetzt tatsächlich auch nicht erkannt. Der letzte Stab, der müsste uns jetzt genau diesen Raum hier zeigen. Den Kartenraum. Das ist grün. Und wenn ich mich nicht irre, das vorletzte. Ich werde tatsächlich zur Sicherheit nochmal gucken. Genau, grün das vorletzte, danach grün das letzte.
So. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich hier so, ne? Das ist eine dreieckige Grundfläche, viereckige Grundfläche. Das hier ist wahrscheinlich jetzt in Wirklichkeit eine dreidimensionale geometrische Figur mit fünfeckigen Grundflächen. Sechseckige und siebeneckige oder sowas. Oder einfach die Anzahl der Flächen erhöht sich. Also es sind einfach immer komplexere geometrische Strukturen. Und dieses Viereck sieht auch nur aus wie ein Viereck und ist aber tatsächlich, da kommen uns quasi eine Spitze entgegen und eine Spitze geht weg. So eine Diamantenform. So, dann gucken wir nochmal hier. Das ist jetzt das rote vorletzte. Im Endeffekt ist das ein Zahlenschloss, ne? Der grüne Würfel. Nur, dass die Zahlen, dass es mehr als 10 Zahlen sind. Das sind 1, 2, 3, 4. Das sind 5, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich was Falsches eingegeben. Nochmal nachgucken. Das ist der hier. Sollten wir diesen Raum hier sehen? Nein, ach ja, das ist jetzt die Gruft, genau. Und hier sehen wir, da ist das Loch durch das... Also hat es mit der Gruft doch mehr auf sich, als ich dachte. Das Loch, in das wir hineingehen werden, wenn wir auf das Podest steigen. So, dann gehen wir mal durch diese Öffnung. Finde ich echt ein bisschen schade. Und da kommen wir zu der Lichtbrücke. Gucken wir auch nochmal erstmal, ob wir die Klappe aufmachen können. Das will ich jetzt mal überall probieren, weil wofür ist die sonst da? Ja, hier geht die Klappe auf. Also das steckt in diesen Maschinen. Denn hier müssen wir die Lichtbrücke reparieren. Und wir können jetzt jeden dieser Steine drehen und müssen tatsächlich dafür sorgen, dass das hier passiert, ne? Dass der rote Strahl den roten Kristall trifft, der blaue auf den blauen, der grüne auf den grünen. Das heißt, hier war das ein Doppelrätsel. Wir müssen erst das hier lösen und dann wahrscheinlich auch nochmal die Linse. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Na, ich wollte eigentlich zurück. Nur ein bisschen justieren. So. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Dass ich auch mal warten muss, bis er fertig ist mit Reden. Ich weiß, dass die Lichtbrücke kaputt ist. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Nein. Noch eine kaputte Licht... Ah, oh, ja, stimmt. Da war der Escape-Knopf im Weg. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt... Nein. Noch ein... Also kann es eventuell sein, dass ich einmal durch... dass alle Kristalle mit Licht erfüllt sein müssen. Dann machen wir das doch mal so. Was ich also jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Grüne hier hingeleitet. Das Blaue da. Ziemlich beeindruckend für jemanden, der noch nie etwas mit außerirdischer Technik zu tun hatte. Also alle drei Bande auf die Kristalle, sodass jetzt jeder Kristall Licht abkriegt. Und da haben wir eindeutiges Zeichen bekommen, dass das richtig ist. Und die Linse war von vornherein richtig justiert. Okay, also zumindest haben wir jetzt die Lichtbrücke aktiv. Dann können wir auch jetzt zur, die heißt auch Karteninsel, zur Gruftinsel und in die Gruft rein. Die war hier, denn rechts ist ja Brink. In die Gruft rein. Jetzt können wir das Podest anklicken und er stellt sich drauf. Ich habe mich schon gewundert, warum das zum Verrecken nicht klappt. Da stellt er sich drauf. Und fährt nach unten. So, ich suche einen Ausgang. Es geht nur nach oben wieder. Ja, vielleicht scrollt einfach das Bild. Ist ja nicht so, als wenn das noch nie so gewesen wäre. Also nehmen wir mal an, die Ränder vom Bild. Da scrollt das Bild.
sind Knochen und eine Tür. Da wackelt einmal alles und es fällt ein Lebenskristall auf die Knochen und belebt diese nicht so freundlich aussehenden Tierchen wieder. Okay, eins davon ist. Oh, und plötzlich haben wir hier Wachhunde. Wo kommt der denn her? Ja, das sieht nicht sehr schön aus. Er ist einfach auferstanden aus diesem Knochenhaufen neben der Tür. Nachdem ein Kristall aus der Wand gefallen ist. Kein schlechtes System, um Wachhunde auf Trab zu halten. Wenn sie alt werden und sterben, lass einfach einen Kristall drauf fallen. Und da sind sie wieder und bellen sich das Hirn aus dem Schädel. Hier finde ich schade, hier hätte irgendwie einen Trigger sein sollen, den man sieht. Also sowas wie, ich stelle mich hier auf eine Platte. Entschuldigung. Schläfrig. Ich stelle mich hier auf eine Platte, die sinkt ein und dann aktiviert sich das. Also sprich, ich habe irgendwie einen Fall-Dings aktiviert. Schauen wir mal, ob wir eben den Stoß damals kaum zu werfen können. Das würde mit dieser Kreatur nicht funktionieren. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, was die Lösung ist. Gucken wir mal, ob die Kristalle selbst noch... Das würde mit dieser Kreatur nicht funktionieren. Das ist, wenn wir die andere wiederbeleben, die sich einfach gegenseitig umbringen. Kannst du ja hinwerfen. Oh ja, guck mal, das ist, scheint die Lösung zu sein. Wir machen genau das gleiche auf der anderen Seite. Sieh an, die widerlichen Zwillinge. Gerne. So gerne, dass sie sich unter einem Felsen begraben. Das ist ja doch nochmal gut gegangen. Aus der Öffnung ist ein Kristall gefallen und hat den Wächter wieder zum Leben erweckt. Genau. Dann haben wir hier eine Tür. Ich bekomme sie nicht auf. Eventuell müssen wir den Kristall einfach wieder in die Öffnung reinstecken. Das könnte wirklich eine schlechte Idee sein. Ach was. So, hier gucken wir uns mal die Wächter an. Das kommt davon, wenn man sich mit Commander Boston Low anlegt, Freunde. Eigentlich haben die sich miteinander angelegt. Okay. Gucken wir, ob der quierte Stab in die Öffnung gesteckt werden kann. Das ist... Die Tür hat sich aufgelöst, als ich mit dem Stab die Öffnung berührt habe. Das ist der Stab aus dem Wrack, den uns der allererste Geist gegeben hat. Der Geist muss gewollt haben, dass wir hier unten ankommen. Genau, könnt ihr euch noch erinnern am Anfang. Und was ich sagen wollte hier über diese Öffnung, das sieht ja eigentlich aus wie eins von diesen Kombinationsschlössern. Wenn man guckt, hier sind nämlich noch so, unter dieser Öffnung sind nämlich noch so kleine Punkte. Ich gehe mit der Maus mal weg, damit ihr das sehen könnt. Das sieht eigentlich aus, als hätten wir jetzt hier eine Kombination einstellen müssen. So, dann gehe ich mal durch. Laufen zu der Pyramide. Maggie, ich habe etwas gefunden. Es ist tief unter der Gruft, hinter zwei ziemlich widerwärtigen Wächtern. Ein toter Außerirdischer in einer Kristallpyramide. Klingt, als hätten sie sich eine Menge Arbeit gemacht, ihn so zu verstecken. Es muss ihnen sehr wichtig gewesen sein. Ein König oder sowas. Oder es hat ihnen Angst eingejagt. Ein König oder sowas. Nicht vergessen, das hier ist das Land der Lebenskristalle. Ach so, ein Toter ist nicht unbedingt ein toter Toter. Vielleicht wollten sie verhindern, dass er gefunden und wiederbelebt wird. Aber der Geist wollte, dass wir hierher kommen. Den Schlüssel zur letzten Tür hat uns der allererste Geist gezeigt, im Schiffswrack. Aber zu der Pyramide haben sie noch keinen Schlüssel, richtig? Außerdem, woher wissen Sie, ob der Geist unser Freund ist? Brink ist dabei gestorben, als er an dem Ort gegraben hat, den uns der Geist gezeigt hat. Ich hasse es, nicht genügend Informationen zu haben. Ich arbeite so schnell ich kann an den Übersetzungen. Ich bin so nah dran, ich kann es fast riechen. Fein, arbeiten Sie weiter. Melden Sie sich, wenn Ihnen irgendwas Hilfreiches einfällt. Nur man muss dazu sagen, Maggie ist tatsächlich hier die Stimme der Vernunft. Irgendwie
Also sie ist nicht irgendwie Stimme der Vernunft, sondern irgendwie sind Boston Low und Ludger Brink ja so ein bisschen Gegenpole, ne? Die, keine Ahnung. Und sie steht da so in der Mitte. So, aber wir haben hier eine Tafel mit wieder mit 5 Knöpfen, was sich für mich wieder so ein bisschen Zahlenschloss-kombinationsmäßig ansieht. Und der Stab hat ja auch 5 Elemente. Gucken wir uns doch mal die Tafel an. Sieht aus wie eine Klappe. Sieht aus wie eine Klappe. Ich würde sagen, stell doch mal die Kombination von dem Stab da ein. Das haben sie jetzt abgekürzt. Ich gehe davon aus, er hat die Kombination eingestellt. Und da sehen wir einen Außerirdischen. Das sind die Überreste einer gewaltigen Kreatur. Und jetzt würde ich sagen, bin ich so fies und lasse euch nochmal warten, bevor ich den Außerirdischen mit den Kristallen wiederbelebe. Und ihr könnt hier mal unter die Kommentare schreiben. Das heißt, ihr müsst warten, bis jemand kommentiert hat. Nein, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Bitte nur die, die The Dig noch nicht kennen, die die Lösung nicht wissen, was ihr glaubt, was der Außerirdische machen wird in dem Moment, wo wir ihn wiederbeleben. Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Wie immer, wann das ist, entscheidet der W12. Ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder die 2W6 nehmen oder was anderes machen. Also beim nächsten Spiel entscheidet der W12. Ich verabschiede mich erstmal für hier mit einem kräftigen... Es ist echt, wenn man das live macht und nicht vorschreibt, ist das echt, kommt einem nur Quatsch in den Sinn. Nun gut, dann machen wir halt mal Quatsch zum Schluss mit einem kräftigen Ciao, miau.